Aber mit dem, den Mark hatten wir doch schon gelesen gehabt, oder? Und das war übrigens die Kamera, die wir ausgeschaltet haben. Und im Safe, ne? Brady. Sondern ins Beweise. Ah, diese ja. Beweise hätten gereicht, mich und den gesamten Widerstand auszulöschen. Mhm. Hätte nie gedacht, dass er mich schon so lange beobachtet. Gut, dass wir rechtzeitig gehandelt haben. Brady, Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Es ist ein willenloser Versuch der Gemeinschaftsbindung, wenn man die Leute dazu zwingt, unter der Aufsicht von bewaffneten Wachen Getreide anzubauen. Zweifellos ein lächerlicher Versuch der KVA, uns persönliche Verantwortung für unsere Zukunft beizubringen. Okay, ich muss es mal kurz andeuten, ja? Erstens, ja? Wir sollten... Ja? Wir sollten... die Beweise zerstören. Ja, wir sollten diese Beweise zerstören, ja? Was er als erstes gemacht hat, ist erstmal... Er hat die Beweise aus dem Schrank genommen und dann war die Mission beendet. Des Weiteren, wenn das doch so wichtige Dokumente sind, die den ganzen Widerstand hätten auffliegen lassen können, ja? Warum wird das nicht so sehr bewacht? Warum ist hier kein Mensch und nur eine dämliche Kamera unten in der Gasse und dann ist einfach nur hier ein Safe und fertig? Also da hätte ich mir ein bisschen vom Spiel ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Herausforderung. Dass man vielleicht erstmal irgendwo ins Gebäude sich reinschleichen muss, Gegner irgendwie hinterrücks erledigen muss, keinen Alarm auslösen, sonst ist die Mission gescheitert und so. Aber nicht einfach hier, ja, klick und fertig, hasse, super. Weil wenn das wirklich so wichtige Dokumente sind, ja gut, vielleicht erwarte ich auch zu viel vom Spiel, aber meiner Meinung nach halt wäre es so besser gelöst gewesen und hätte viel mehr Tiefe auch gebracht und hätte auch viel mehr das gebracht, dass man halt denkt, oh ja, das ist jetzt was wichtig. Ja, ja, das hätte auch dem Spieler dann wirklich die Art vermittelt, oh, das ist wichtig, da muss ich jetzt vorsichtig vorgehen, das sind wichtige Dokumente, ich darf da nicht aufliegen. Aber gut. Ich denke zu viel nach. Das kann natürlich auch gut sein. So. Warnung. Diese Einheit könnte aggressiv werden, wenn sie sich nähert. Ich gehe jetzt mal hier lang. Die Landwirtschaftsteams melden eine stetige Zunahme an Bodenertrag. Bedanken auch Sie sich bei diesen inspirierenden Bürgern für Ihre harte Arbeit. Du versteckst etwas. Mich trifft verdammt noch meine Langnase. Tolle Arbeit, Mann am Boden. Das wird den Leuten zeigen, dass wir die KVA besitzen. Ja, 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 ja. Ich plündere ihn nochmal eben aus. So, was stand denn jetzt? Was stand denn jetzt an? Ich habe das schon wieder vergessen. Wir müssen hier irgendwie. Wieso ist denn jetzt hier der Garten zu? Ach, jetzt hier, hier so offen, okay. Identifiziere Sunderland. Du musst Sunderland identifizieren, damit du auch den richtigen Mann erwischst. Es dürfen uns keine Fehler unterlaufen. Mit der Kamera deines Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Na, wie stehe ich denn auf? Ich würde gerne wieder aufstehen. Wie stehe ich denn wieder auf? Genau sowas hätte ich mir gerne gewünscht bei diesem Apartment, ne? L2 zoomen. Ist er das? Schocksoldat. Die Frage ist, wo ist dieser Typ? Und die dürfen es ja nicht sehen. Das ist der bestimmt. Hundertprozentig, weil er den von der Seite schon nicht scannt. Oh Mann. Aber genau sowas meinte ich halt, so hier nicht gesehen zu werden. Sowas hätte ich mir in dieser Mission gerade mit dieser Dings gewünscht. Ist der das da hinten? Wieso kann ich den nicht scannen? Such weiter. Aha, das ist nicht Brady. Was? Das ist er nicht, Brady. Achso, such weiter. Okay. Ach, wir müssen ja auch noch fotografieren. So, dann gucken wir doch mal.
Ich bin gespannt. Ich traue mir nicht so wirklich hier großartig lang zu laufen, deswegen gehe ich so ein bisschen vorsichtiger vor. Den hatten wir schon gescannt, ne? Das war der ja nicht, ne? Aber wir dürfen ja nicht gesehen werden. Komisch, dass ich mich mit der Kamera nicht ducken kann. Das ist ein bisschen strange. Das ist die Kamera. Ach, die Kameras kann ich auch markieren. Das ist ja geil. Da ist nur eine dämliche Wache. War ich in dem Gebäude schon drin? Nee, ne? Ich kann mal versuchen, irgendwie das... Komm ich hier... Ist hier vielleicht jemand drin? Ich riskiere es jetzt einfach mal, auch ja, nicht geduckt oder so. Ist eigentlich irgendwie sehr strange. Das scheint auch eine Wache zu sein. Oh, wo könnte denn... Da hinten ist auch noch eine Wache, glaube ich. Ein Soldat. Das ist er nicht, ne? Na, den kann ich gar nicht fotografieren. Hallo? Okay. Oh, der darf uns nicht sehen. Der darf uns nicht sehen, da der Typ. Deswegen gehe ich mal genug. Boah, wie geil es mit dem Regen aussieht. Alter, ganz ehrlich. Den Sunderland... Sonst noch keinen rumlaufen. Der kann natürlich auch irgendwo im Gebäude rumlatschen. Sonst sehe ich keinen. Hier vielleicht in dem Gebäude hier vielleicht drin. Man weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Der Gemeinschaft. Voll das Echo gerade. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube, nur mit Kopfhörer hört man das. Weißt du, er ist in der Hocke, er ist aber am Rumstampfen wie ein Elefant. Schrecklich. Hier war auch noch eine Kamera irgendwo, ne? Ja, hier oben. Toll. Nein, ich drücke immer Option. Ich weiß gar nicht, warum. Wieso kann ich die Kamera nicht scannen? Wo soll denn der Typ bitte sein? Wenn Sie verdächtige Aktivitäten sehen, melden Sie diese sofort. Terrorismus darf nicht toleriert werden. Ah, warte mal. Wir sind alle für unsere... Nein, ich drück schon wieder... Ah, das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht Sutherland. Aber er muss irgendwo hier sein. Such weiter. Die Frage ist, wird er mich verraten, wenn er mich sieht? Das ist meine Frage, die ich habe. Da ist eine Wache. Der ist bestimmt irgendwo in einem von den Zelten drin, wo man die ganz schlecht sieht. Oder von diesen Gebäuden. Das ist Sutherland. Das ist er. Das ist Sunderland. Du musst ihn lautlos ausschalten. Die KVA darf seinen Tod auf keinen Fall mit uns in Verbindung bringen. Oh, nein. Nein. Die haben mich erwischt. Ich komme da nicht raus. Nein, Mission gescheitert. Verdammt, wieso stand da direkt einer hinter mir? Da war doch die ganze Zeit keiner. Ich glaube das nicht. Das ist doch ein Witz, ist das doch. Das ist doch ein Scherz. Jetzt muss ich den jetzt wieder suchen? Oh, ich glaube das nicht. Jetzt muss ich den wahrscheinlich schon wieder suchen, ne? Da ist er so zum Kotzen. Hallo? 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 Ich würde gerne... Ich muss bestimmt neue suchen, oder? Ich hab's eilig. Ja, ich hab's eilig. Geht erst mit Ausweichen? Nein, kann ich nicht, weil du mit deinem dicken Arsch an dem Herd stehst. Entschuldigung. Das ist... So. Hey, Alter, jetzt muss ich da... Ganz normaler Tag, was? Lass ihn in Ruhe.
habe das gesehen. Ich finde es ein bisschen sehr hart. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Ich finde es ein bisschen sehr hart, dass er die direkt killt, ne? Anstatt er die einfach nur erwürgt oder so. Direkt erstmal Hals durchgeschnitten. Es ist, ja, ich weiß nicht, warum er ist so extrem. Oh, wir haben... Oh, ich sehe gerade, wir haben, ein paar... Nein, nicht Scan. Parrish, der Widerstand braucht mehr Leute wie dich, Brady. Leute, die keine Angst haben zu tun, was getan werden muss. Und die verstehen, wofür wir kämpfen. Moore, gute Arbeit beim Hacken des Senderempfängers. Jetzt können wir ihr Gebiet Airpack-Netzwerkes gegen sie einsetzen. Und Burnett hat sogar zwei gesendet. Gute Arbeit beim Hacken des Senderempfängers, haben wir doch schon gelesen. Parrish scheint dir wirklich zu vertrauen. Das heißt nicht, dass ich das tue. Aber ich denke, du hast dich als fähig erwiesen. Und Burnett, die KVA sind auch nur Menschen, Brady. Männer und Frauen wie wir. Betrachte sie nicht als... Was ist denn da links gerade passiert? Okay. Nicht als gesichtslose Monster. Sie befolgen auch nur Befehle wie du, Burnett. Ich wollte dir einfach nur dafür danken, dass du die Vorräte aufgetrieben hast. Selbst ein bisschen Medizin kann groß bewirken, Burnett. Alter, wie der den einfach auf eine Nase gegeben hat. Ich denke, was ist das denn? So, jetzt müssen wir natürlich dahin. Und nochmal neu fotografieren und scannen. Hä? Hier war doch gerade... Ich sag schon gar nichts mehr. Hier war gerade noch... Ist egal. Ist egal. Ja. Ich mag Spiele, die... Das ist er doch, ne? Ich meine, das ist er. Oder? Nee. Das ist er nicht. Fotografiert Zivilisten, naja. Hör zu, Brady. Du musst Sunderland identifizieren, damit du auch den richtigen Mann erwischst. Es dürfen uns keine Fehler unterlaufen. Mit der Kamera deines Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Ich weiß ja ungefähr, wo der ist. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur... Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Handy so markieren kann. Kameras und tralala. Das ist er nicht. Ja, ja. Aber der ist, glaube ich, da drüben. Da ist er drin. Das ist er. Das ist Sunderland. Du musst ihn lautlos ausschalten. Die KVA darf seinen Tod auf keinen Fall mit uns in Verbindung bringen. Jetzt ist die Frage, wo war der eine Typ, der mich gesehen hatte? Da läuft einer. Komm, mach ihn alle. Komm. Mach ihn alle! So, kann ich den plündern? Kann ich den irgendwie verstecken? Nein, geht nicht. Ich sollte hier ganz schnell verschwinden. Wie kann ich hier raus? Kann ich hier drüber klettern? Geht das? Besteht die Möglichkeit, hier über den Zaun zu klettern? Warum kann er nicht über den Zaun klettern? Ich sollte hier schleunigst verschwinden. Ciao! Boah. Kehre zu Crawford zurück. Boah, das hat ja gut geklappt. Voll geil. Sunderland ist also tot. Das ist bedauernswert. Doch ich bin für den Erfolg des Widerstands unverzichtbar. Du hast getan, was du tun musstest, Brady. Nachdem unser kleines Problemchen jetzt aus der Welt ist, können wir uns wieder auf den Goliath konzentrieren. Genau. Komm in mein Apartment. Dann besprechen wir alles Weitere. Aber natürlich... Warum erinnert mich das hier gerade unheimlich an Hitman? Diese Huch. Da spawnt einfach mal das Auto im Hintergrund. Auch nicht schlecht. Voll geil. Einfach mal plopp, da bin ich. So, dann gehen wir mal wieder zu seinem Apartment. Er uns hier erwartet und wir uns wieder auf den Goliath konzentrieren. Das ist ja eigentlich so unsere Hauptquest. Dass man so sagen darf. In seinem tollen Apartment. Appartement. War das... Nee, hier war das nicht. Oben war das, ne? Nach allem, was wir für dich riskiert haben, kommst du ohne Informationen über Walker zurück? Naja. Du... Was? Ich will das weiterhören. Jemand kommt. Ach, scheiße, Brady. Tut mir leid. Bin froh, dass du kommen konntest. Crawford hier hat ein paar Infos für uns.
Nicht wahr, Kumpel? Ja, tue ich. Wir wissen alle, dass es nicht schwer ist, einen Goliath zu finden. Aber wenn er dann noch deaktiviert und leicht zu stehlen sein soll, das ist eine Herausforderung. Ich habe es bei Reparatur und Lagerhallen versucht, doch diese Informationen sind stark eingeschränkt. Aber dann wurde ich in die Logistikabteilung versetzt. Dort kümmern wir uns hauptsächlich um Lieferungen von Material und Ausrüstung in und aus dem Land. Das schließt natürlich auch Lieferungen des Militärs ein. Hey, du bist jetzt ein Postbote. Sehr unterhaltsam. Komm schon, war doch nur ein Scherz. Sprich weiter. Ich habe eine Lieferung mit Goliaths lokalisiert. Hey, nicht übel. Gar nicht mal so übel. In ein paar Tagen wird ein ganzer Konvoi bei der alten Marinewerft ankommen. Schön verpackt und frisch aus der Fabrik. Wir müssen den Weg in die Werft finden. Es wartet schon darauf, gestohlen zu werden. Dann wirst du wohl wieder meine Unterstützung brauchen. Die Polizeistation hat alle Arbeiterpläne und mit etwas Hilfe kann ich die Aufzeichnungen der Werft einsehen und zwei Ausweiskopien machen. Brady und du könnten sich als Arbeiter ausgeben und einfach reinspazieren. Cool. Gute Arbeit, Crawford, das meine ich ernst. Brady, du gehst zur Polizeistation und ich sehe mir die Werft mal genauer an. Wir werden da unbewaffnet reingehen, also will ich genau wissen, worauf wir uns einstellen.